Das ist sehr gut gemacht. Hat er so ein bisschen Touch, finde ich, wie halt bei D3 Ancients und Primus. Wenn ich Full Ancient Equipment mit den richtigen Werten, fokussiere ich mich auch hauptsächlich darauf, dass ich mir Primus anschaue. Natürlich. Oder halt mindestens Ancients. So läuft das dann da mit den Greater Affixen halt ab. Dadurch hat Blizzard sich auch komplett gespart, in irgendeiner Form einen Loop-Filter zu machen. Weil der Atomization einfach sehr Richtung D3 geht. Dieses automatische Ausfiltern, dem du höhere Qualitätsstufen machst einfach. Und dann sammelst du teilweise natürlich noch den Loan ein, aber die machst du halt quasi beim Schmied instant kaputt. Es gibt einen Alles-Zerstören-Button beim Schmied inzwischen, wo du wirklich dann das gesamte Inventar einfach komplett leer machen kannst. Also du musst nichts mehr wie als Garbage markieren oder so, als Favoriten markieren, sondern nein, das gesamte Inventar, bumm, ein Knopfdruck, alles wird zercraftet. Das heißt auch dieser ganze Town, Zercrafting-Prozess und sowas wird deutlich, deutlich schneller, deutlich smoother werden. Man wird dann einfach die ein, zwei Items, die quasi Great Harvest im Inventar, die wird man als Favoriten markieren. Und das andere macht man kaputt. Allem anderen direkt halt zercraften, kaputt. So, ich überlege gerade, ob ich den Power für den Boss stehen lasse, weil es die erste Ebene ist. Dürfte sich eigentlich fast lohnen in einem Dings, oder, Oryx? Und natürlich die Zeit auch mal mit dem Rausporten und so. Oh, fuck. Den mal ein bisschen mehr fokussieren. Könnte eigentlich gar nicht mehr so schlecht werden. Ich lasse den stehen, ja. Geh mal ganz kurz hier drüben, mach einen kleinen Trash-Bull und geh rüber und finish das Pack, um zu spawnen. Nimm ich unten meinen Power-Up. Komm, 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 stirb! Stirb! Diese komische Stacks nicht mehr, übrigens, wegen dem Schild. Gerade aufgefallen. Ah, ich will ihn gerne ein bisschen weiter nach neben haben eigentlich. Und dass er in den Mobs entsteht gleich.
Bam! Platz 2. Ohne Conduit. 5 Minuten 39. GG. War ein schöner Rift.